So, hallo. Ja, heiß ist es zurzeit und ja, das Thema Wasser, das ist jetzt schon sehr, sehr aktuell. Also, ja, alle sprechen über das Wasser. Also, zumindest jetzt hier in der Bodenseeregion können wir sagen, dass es noch verhältnismäßig gesehen genug Wasser gibt, aber es ist schon sehr, sehr außergewöhnlich. Also es ist sozusagen auch hier eine Art Dürre, extrem trocken. Also so etwas gab es noch nie. Also ich kann mich noch nie so an sowas erinnern. Ja, um was soll es in diesem Video gehen? Einfach so ein paar kurze Worte über das Wasser, also die Wertschätzung für das Wasser. Ich selbst, also ich liebe das Wasser. Also ich bin richtig, ja, das betrifft auch eines der wichtigsten Hobbys, also die Bewegung, der Sport. Also ich schwimme ja sehr, sehr gerne und heute zum Beispiel bin ich wieder mal, ja, was sind das etwa, 2,5 bis 3 Kilometer im Bodensee schwimmen gegangen. Das war natürlich schon sagenhaft schön. Und immer wenn ich schwimmen gehe, dann segne ich das Wasser, dann bedanke ich mich dafür, bin ich richtig dankbar und ich genieße es auch. Also ich trainiere zwar, also die meiste Zeit, also geht es recht vorwärts, also es ist kein Baden, sondern eben ein Schwimmen, ein Trainieren, aber so zwischendurch, da lege ich mich sozusagen einfach so auf das Wasser, also zum Beispiel eben auf den Bauch oder auf den Rücken so und bin einfach so in einer Art meditativen Haltung, dann gefällt es, ich genieße es dann, denke, wow, so etwas Schönes, so etwas Geniales, das Wasser, ja. Und das mache ich doch schon seit längerem eben, dass ich mich jedes Mal, wenn ich schöne Wassererlebnisse habe, da bedanke ich mich. Zum Beispiel auch, wenn ich auf einer Wanderung bin, auf einer Bergtour bin, dann auch. Also erstens freue ich mich da zum Beispiel in einen Bergsee baden zu gehen zu können oder mich in einem Fluss abkühlen zu können oder wenn es so ein kleines Wasserfällchen oder so ist, zum Beispiel unter dem Wasserfall zu stehen. Also Wasser, das ist einfach etwas Geniales. Und ja, so, ich vergesse es zwar manchmal, aber auch oft, wenn ich zum Beispiel ein Glas Wasser trinke, dann segne ich dieses Glas oder ja, sende da Liebe hinein, Wertschätzung hinein, freue ich mich, dass ich in der Lage bin, da Wasser zu trinken. Es gibt ja, also wenn du das selbst hast, also es ist überhaupt nichts dagegen zu sprechen. Mir kommt jetzt gerade diese vielen, vielen Wasseraufbereitungsgeräte in den Kopf, die es zum Beispiel so an Gesundheits- und Esoterikmessen da zu bestaunen gibt. Also es gibt da sicher, ich weiß nicht was, 15 Systeme verschiedene, die da Wasser aufbereiten mit allen möglichen Mitteln. Aber die einfachste Art, also finde ich, also du kannst da ruhig eine andere Ansicht oder Meinung haben, wie immer, wenn ich solche Videos mache. Die einfachste Art und Weise ist einfach, spreche selbst mit dem Wasser, gebe da entsprechende Gedanken und Gefühle hinein, freue dich, dass du in der Lage bist, sauberes Wasser zu trinken. Auch zum Beispiel das Wasser eben aus dem Wasserhahnen, aus dem Hahnen, also zumindest bei uns in der Schweiz, aber sicher bei dir in Deutschland oder Österreich auch, also das ist gesund genug. Also es ist sicher nicht das Optimalste, aber sicher
recht gesund und dann kannst du es noch zusätzlich aufladen, eben mit deinen entsprechenden Gedanken, mit Gefühlen, mit der Wertschätzung, mit der Liebe, die du da in das Wasser hineingibst. Das ist das Einfachste, noch viel einfacher eben als Geräte, entsprechende Geräte zu haben, aber selbstverständlich kannst du diese Geräte haben, es ist ja nichts dagegen zu sprechen. Ja, das war wegen der großen Hitze momentan, die übrigens noch unbestimmte Zeit andauern wird. Ja, hatte ich jetzt Lust, da kurz wieder mal über das Wasser zu sprechen. Du kannst gerne deine Einstellung zum Wasser kundtun, was du selbst dazu beiträgst oder wie du dich mit dem Wasser verhältst und so. Übrigens ist das Wasser für mich eben auch wichtig, sozusagen als Hobbygärtner, gell? Ich meine, wenn man da vieles pflanzt, auch Setzlinge und so, man muss natürlich, also man darf, man muss nicht, aber da sollte man eben Wasser geben und dieses Jahr, ja, da muss ich mehr Wasser geben als sonst, ja. Und gut, ich habe das Glück, dass im Ferienhaus, wo ich den großen Garten habe, da gibt es eine eigene Quelle, die da auch relativ eine starke Quelle ist und auch jetzt noch Wasser führt, bin ich auch sehr dankbar dafür. Also mir begegnet das Wasser eben überall. Ja, das war's mit dem Wasservideo. Ich wünsche dir möglichst optimalen Umgang mit dem Thema Wasser. Bis bald.